Ah ja, komm, wir können Batzis ersten Vlog mal gucken. Ich sehe gerade. Das ist mein erster Vlog-mäßig mit meinem neues Auto zusammen. Ich schau mal, was ich da zusammenbasteln kann. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Liebe geht raus. Ich werde jetzt mal auf Freestyle irgendwas rausbringen. Ich hoffe, ihr freut euch. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und es ist nicht so unangenehm für mich. Bis gleich. Jo, was? Was machen wir jetzt? Ja, wir fahren jetzt erstmal in die Stadt. Mein Vater wartet dort. Okay, auf die Schulter oder was? Ja. Halt die Kamera auf. Warum kriegst du jetzt nach vorne, während du mich aufgespannt? Ja, mein Vater wartet da. Wir gehen zu kurz zu Bräuninger. Ich brauche eine Jogginghose, eine neue oder zwei. Eine gescheite, Mann. Die fusseln immer. Keine Ahnung genug. Ich würde gerne weiter meine Klamotten von Taco und so kaufen, weil die fusseln immer. Ich muss die ganze Zeit diese Rolle da benutzen. Und ja, und dann nehmen wir. Hast du nicht erst letztens noch gesagt, du bist immer der, der auf Taco seine Kleidung kauft? Abgehoben, Batzi. Okay. Ein Blog auf. Blog schrägst nicht mein neues Auto, weil viele kennen das Auto schon. Das ist jetzt nicht so alt. Ja, ich denke, das kann spannend werden. Okay, wir gehen jetzt zu meinem Vater. Jalla, dann schauen wir mal, was im Bräuninger so abgeht. Was machen wir jetzt? Roter Brezen jetzt hier so. Ey, komm mal her mit der Kamera. Kennt ihr das nicht? Bei euch, ich weiß nicht, in Nürnberg die berühmtesten Brezen. Ich sag's euch so, wie es ist. Sehr, sehr leckere Butterbrezen. Aber erstmal später. Ey, Matzi, was machst du jetzt? Ralf Lauren, schauen. Willst du dir eine Borbere? Oder der Arme, der hat ihr so Hoffnung gemacht, dass er jetzt eine Brezel kauft. Er ist einfach weggegangen. Fühle ich gar nicht, Batzi. Fühle ich gar nicht. Schau mal, wie ihr denkt. Klein Burberry. Burberry, ja. Burberry, auch eine gute Marke, oder? Also die gibt's in XXL, ne? Würde es die auch in XXL geben? Oder du trägst doch kein XXL. Auch. In was für ein Laden bist du drinne, Batzi? In was für ein Laden bist du drinne, Bruder? Mr. Taco. Dann bereits den Hinterkopf, ich schau kurz da hinten. Gerne. Also die beiden, die geht's nicht. Was willst du denn ausgeben? 870 Euro. Ja, sehr teuer, was. Wie ist denn blau? Sag mal. Blau ist auch schön, ne? Ja, gut. Also die ist richtig entspannt. Die ist schön. Übrigens, das ist mein Vater. Willst du Hallo sagen? Oha, Digga. Wegen dem ich das kaufe. Also sieht man schon, dass er sein Vater ist, ne? Ich bin der Vater. Geil, Digga, fühle ich. Er sagt, das ist mein Vater. Das ist mein Vater. Er stellt sich vor, ich bin der Vater. Stark. Bester Mann, Digga. Du kannst mit der grünen, du kannst mit weißer Hose, du kannst mit alles. Twitch Prime ist kostenlos. Moncler, oder? Moncler. Boah, die will die Superbar stehen, ne? Was hast du? Die kostet auch 78, Bruder. Ja. Hat er gerade zu seinem Vater Bruder gesagt. Ja, die kostet auch 870, Bruder. Ja, okay. Gestern war, als die dicke Fühl ich? Die und vielleicht auch ja. Die anderen. Ja. Ja, wir können mal gucken danach. Können wir Abu Julu Vlog gucken, gerne. Geil, ich kaufe keine Schuhe für 700 Euro. Ich benutze die, um auf der Straße zu laufen, Bruder. Schuhcheck? Was für Schuhcheck? Bruder, Walla Villa, du hast schon Bombe aus der Jacke. Oder komplett anders, ja. Aber ich brauch noch eine Rolex für die Jacke, ja. Soll ich die nehmen, oder was? Was kostet die Jacke? 850, Bruder. Ich werde Gott los, Mann. Holst du, ne? Alarm, Alarm! Alarm! Batzi, was hast du jetzt gekauft? Ich habe mir eine Montclair-Jacke gekauft. Ein Ralph Lauren Langarm-Shirt und Ralph Lauren Jogginghose. Okay. Wie viel ist dein Outfit wert? Der hier gerade. Vielleicht 2-3. Batzi, bist du zufrieden? Bruder, überhaupt nicht. Seid ihr ehrlich? Warum? 1000 Euro, Bruder, was ist das? Vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten hätte ich nicht so einfach in den dritten Stock gehen können. Ja. Ohne Krisen. Ich habe da so ein bisschen Krisen bekommen oben, aber ich hätte niemals im dritten Stock so lange bleiben können. Ja, nein, es läuft bei dir, ja. Ich habe noch nie mein Leben so viel für Getränke bezahlt. Ne? Wie viel? 8 Euro. Für die zwei Sachen, oder? Was ist denn das, Alter? Oh, nee, war so ein Schmutz. Ey, Bro, das ist nicht dein Ernst, oder? Wieso? Die steht mir doch, Bruder. Wieso kann man so nicht raus und lassen? Oh, nee, das ist doch nichts. Ja, ich glaube, die passen schon. Nehmen wir die auch. Weil die läuft man sie auch. Das sind doch okay, oder? So für 8 Euro. Ja, safe. Sind auch beliebt, kann man nichts sagen. Batzi, was machen wir jetzt? Wir werden jetzt zu diesem Ding gehen, zu diesem Ort, wo Hitler seine Reden gehalten hat. Wo war denn das noch? Kolosseum oder was ist das? Steintribüne, oder? Ja, Steintribüne. Also da in der Nähe. Hey, yo, Batzi! Digga, steig bitte ein, Bruder. Ich weiß nicht, ich besorg mir einen neuen Kameramann, Digga. So, wir sitzen hier im M4 Competition in Phoenix Gelb.
geile Farbe. Ich hab das Auto wirklich auch nur teilweise wegen der Farbe gekauft, Bruder. Richtig auffällig. Und ich bin echt positiv überrascht, weil ich wollte als erstes ein C63 60k bezahlt für ein Auto wegen der Farbe. 60S holen, zum Spaß, also als Spaßauto sozusagen, jetzt nicht für die Familie, wir haben ein Familienauto, Gott sei Dank, Alhamdulillah. Aber ich habe gesehen, sehr, sehr viele, sagen wir mal, von meinem Land kommenden Stämmigen haben auch das Auto, weißt du? Ja, und das hat mich dann ein bisschen abgekotzt. Und ich wollte was Sportliches, was Lautes und der M4 Competition ist genau, Digga, genau jetzt Sirene oder was? Ja, Schmutz. Also, ich würde fühlen, wenn Monty ihn dafür strikt. Das ist ja Monty seine Melodie. So, jetzt schauen wir mal, was der M4 drauf hat. Boah. Boah. Das ist Kollegas Melodie? Ist es Collis Melodie? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja in diesem Rap-Musik-Business nicht. Ich habe keine Ahnung davon. Oh, habe ich was dazugelernt? Das ist der M4 Competition. Grand sei Dank. Ausrufzeichen Grand. Auzubillah. Und natürlich habt ihr mir das ermöglicht. Auf jeden Fall M4 Competition. Wie viel PS hat er? 450 PS? Ungefähr. 450 PS. Und, ja, also was hat er denn von Grant bekommen, wenn Grant ihm so ein Auto ermöglicht hat, so mäßig? Okay. So Spaß. Also ich sage euch ehrlich, so in dieser Preisklasse, was habe ich dafür bezahlt? Knapp 60? 60 Millionen. Knapp 60. Man muss sowas nicht haben, aber es ist geil, sowas zu haben. Hier, zeig mal die Felgen. Du hast die gefallen, die sind krass, ne? So schmiede den Felgen. Oder ich wollte eine Felge davon umtauschen, weil ich habe vorne einen Bordstein dran. Die wollten einfach 1500 Euro. Ich habe gesagt, die wollten 1500 Euro fast für eine Felge, eine einzige. Ich habe gesagt, scheiß drauf, auf keinen. Wie gesagt, das ist jetzt mein Auto. Ich habe hier noch ein Familienauto, VW Touran, 7-Sitzer. Das ist für die Familie halt. Und das ist so ein bisschen ab und zu mal rausfahren. Ich fahre den jetzt in letzter Zeit ein bisschen häufiger, aber ich möchte den jetzt auch nicht die ganze Zeit fahren. Es soll noch Spaß machen, versteht ihr? Ansonsten, ja. Du fickst, Alter, ich fick dich, Alter. Das ist Gold, ne? Das ist Gold, 14 Karat. Das ist wohl blauer Stein. Blauer Stein, das ist jetzt Mode. Der blaue Stein schaut schick aus, ne? Hier auch mit einem schönen blauen Stein. Das sieht echt schön aus. Auch schön. Meinst du, die freut sich drüber? Ja, ne? Die wird sich schon freuen. Das Kettchen gibt's nicht, vielleicht ein bisschen dicker oder so? Ich würde sogar die da nehmen. Doch, die ist viel schöner. Also ich finde die Kette auch schöner. Ja, ja. Hat sie? Ja. Was sagst du dazu, dir so eine Kette zu kaufen mit Batzi drin, wo sich dreht? Ja, wahrscheinlich. Okay. Ich stell dich mal jetzt hin. Habt ihr hier sowas da? Königskette oder sowas? Nee, nein. Ja, nur aufgeschaut. Ich hab damals. Bruder, ich hab damals 5 Stück, ich erklär's nochmal. 5 Stück von denen verkauft, um zu zocken. Hab dafür 900 Euro bekommen. Ich weiß, das Ganze da vorne bei Plätter. Und er sagt mir jetzt, das eins davon 1000, wie viel? 1350 Euro. Also. Genau deswegen steige ich auch nicht in Bitcoin und sowas ein, Bruder. Ich verkacke immer. Ich verkacke da immer. Wenn du das Geld reinlust, geht's runter. Weißt ja, ey, das ist immer so. Ich habe mit solchen Sachen nie Glück. Katastrophal. Oh, die sind schön. Was kostet der? Die glänzen so schön, ne? Der schaut schön aus, ne? Meinst du, die freut sich darüber? Der schaut richtig pervers aus. Also den kannst du mitnehmen. Was? Der sieht schick aus, das stimmt. Weißt du was? Mir steht der doch auf, oder? Will ich auch eine in deiner Güte. Nee, ist auch schön. Packen wir die ein, die wird sich freuen. Dieses Licht macht dieses Flackern. Und die kleinste Münze, was kostet die nochmal? 150. Soll ich noch so eine kleine Goldmünze mitnehmen? Ja, ne? Ja, ja, noch eine kleine Goldmünze. Ja? Ja, auch süß. Das ist so wertanlagemäßig. Das ist wertanlagemäßig. Für die Münze kann man noch was kaufen, ne? Das ist ja so bei der Münze. Das ist jetzt die kleine Münze. Wenn du einen Anhänger willst, jetzt hat sie eine Kette. Ja. Das heißt, wenn die mal tragen will, so kann sie nicht tragen. Mhm. Und nimmst du einfach, ich sag mal so, das kommt dazu und dann kannst du sie tragen. Ah, so, ja. Und das ist auch mit Gold das und mit Gold. Ding, das ne? Die nehme ich auch. Für meine Frau speichern. Da habe ich einiges wieder. Das ist süß. Spontan und immer gut. Das spare ich lieber für mich. So, falls das meine Frau sieht, ich hoffe, es gibt wieder jeden Abend ein leckeres Essen. Er sagt, das spare ich lieber für mich. Mit einer fast 1000 Euro Jacke. Komplett 2000.
So, das ist der Laden. Alias heißt er. Und M4 Competition. Marzeniger bester Mann. Auf sparsam angelehnt. Zeit 95. Hat schön Schmuck drin. Wer hier aus Nürnberg kommt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Bruder, ich sag dir ehrlich, das hat mich ein bisschen müde gemacht, so viel Geld auszugeben. Sag ich dir so, wie es ist? Naja, egal, es ist ja von meiner Frau, Bruder. Und ich liebe sie. Und sie passt immer auf meine Kinder auf, weißt du, was ich meine? Sie freut sich nicht über solche Sachen eigentlich, aber es kam mir vom Herzen, verstehst du? Und wenn ich die Möglichkeit habe, einmal in meinem Leben was Gutes zu tun und jemanden glücklich so zu machen, dann mache ich das. Auch wenn es nicht mehr läuft und auch wenn ich kein Geld mehr habe, weiß ich, dass ich das gut gemacht habe, meiner Meinung nach. Und das solltet ihr auch machen. Spart nicht an euch und eure Liebsten, denn man lebt nur einmal. Versteht ihr, was ich meine? YOLO? Wie YOLO. Wie ihr seht, das ist mein erster Vlog. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Wenn ihr noch kein Abonnent des Kanals seid, abonniert gerne, lasst ein Like da. Und ja, ich habe richtig Spaß dran. Seitdem ich jetzt ein bisschen rausgehe und so, und mich immer umzucken zu Hause die ganze Zeit, ich genieße das wirklich. Merkt euch eine Sache, im Leben ist nicht immer solche Sachen wichtig oder sonstiges. Zum Beispiel die Moncler-Jacke, die wir heute gekauft haben. Sieht aber gut aus, Maschallah. Sieht gut aus. Gruppenzwang, versteht ihr? Also das sind nicht die wichtigsten Sachen im Leben. Die wichtigsten Sachen sind, dass ich gerade mal oben hier, zeig mal die Kulisse, schön am Wasser bin und dass wir auf jeden Fall gemeinsam schöne Zeit haben, dass ich mich anstrenge für coole YouTube-Videos und coole Content für euch. Liebe geht an euch raus. Vielen, vielen Dank. Ihr habt mir das alles ermöglicht. Ihr seid einfach die Besten. Ich wünsche euch das eine Millionfache, was ihr mir wünscht. Wirklich. Bei Gott. Also für seinen ersten Vlog sage ich auf jeden Fall gut gelungen. Ersten Vlog auf spontan, wirklich, muss man sagen. Ihr wisst ja, bei mir heißt ja Togo sehr, sehr, sehr krass. Und Coral ist so okay, Coral. Dem gebe ich aber ein großes Togo.